Damit hallo und herzlich willkommen zurück in der Festung des Kriegsherrn. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber nach wie vor gibt es natürlich nur einen Weg, das rauszufinden. Was haben wir denn hier? Straßenräuber, das ist schon mal nicht so tragisch. Zack! Ja, das ist kein Problem. Mit den Viechern hatte ich schon in Burg Ironfist zu tun. Und da habe ich sie auch schon geschafft. Mittlerweile sind wir um einiges stärker. Also wenn das alles ist, was dieser Dungeon zu bieten hat, was ich nicht glaube, dann würden wir einigermaßen vorankommen. Weil, wenn ich das mal mit Burg Darkmoor vergleiche, da hatten wir am Anfang ein paar schwache Oger. Und ein paar Meter weiter unten sind irgendwelche... Hier ist wahrscheinlich jetzt eh zu. Ups. Da habe ich jetzt eigentlich nur zufällig drauf geklickt. Und ein paar Meter später kamen solche... Du wirst dich die Tür gezogen, was? Kamen solche... fliegenden Augen. Kann ich hier wieder zurück? Moment, ich kann schon wieder zurück. Ich dachte... Moment. Was, hä? Hä? Das ist immer, wenn ich diese Wand anklicke. Sekunde mal, ich gehe nochmal kurz raus. Irgendwo hier. Da stand auch Tür. Okay, was soll's. Jetzt laufen wir erstmal ein bisschen um. Was? Okay, ich werde hier irgendwie durch die Gegend teleportiert. Das soll mir erstmal recht sein. Wahrscheinlich ist es nur ein zweiter Eingang. Nur ein zweiter Eingang für... das hier halt. Falls man diese Tür nicht findet, hätte man hier... Hier, genau, hier heißt es nämlich schon Tür. Dann hätte man hier eine zweite Möglichkeit. Was ist eigentlich mit der Tür? Die Tür lässt sich nicht öffnen, alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Und schauen mal, was wir hier so finden. Aber wie man wieder mal gesehen hat, irgendwelche Wände anzuklicken, kann durchaus Vorteile haben. Okay, ich habe keine Ahnung. Aha, endlich mal eine Tür, die man aufkriegt, wo man nicht durchteleportiert wird. Hallo! Ja, vergesst es, Leute. Tut mir leid, aber... Ihr nicht mehr. So. Mein Gott, droppt da ein Müll. Meine Güte, ist das ein Müll. Okay, auch das war, glaube ich, nicht besonders gut. Was haben wir denn hier? Speichern wir mal ab. Wir hätten einmal leer. Wir haben nochmal leer. Wir haben nochmal leer. Wir haben nochmal leer. Das fängt doch schon mal gut an. Dann, das hier ist blau. Was war denn blau? Charisma, okay, das ist in Ordnung. Oranges Intellekt. Und lila war Reaktion. Ja, das passt. Okay, sonst noch irgendwas? Heldentum bitte nicht auslaufen lassen. Zack, zack. Ah, das ist ja nur Schrott. Aha. Kältestrahl, Tränke, Piratensäbel, Wundenhallen, vergiss es. Vergiss es. Aua. Aha, jetzt werden sie zumindest schon mal ein bisschen stärker. Ich glaube, diese Straßenräuber sind sozusagen die leichteren. Und die hier sind dann schon ein bisschen stärker, die Soldaten. Natürlich haben jetzt auch die keine Chance gegen mich. Ich meine, meine Gruppe ist, finde ich, relativ stark momentan. Gegen alles, wo man keine Fernkampfangriffe braucht. Weil nach wie vor denke ich an den Dungeon in New Sorpical, wo diese fliegenden Feuerbestien rumgeflogen sind. Und das stelle ich mir nach wie vor immer noch relativ hart vor. Eventuell muss ich mich doch mal um die Bogenfertigkeiten kümmern. Und so viele Truhen, wie hier rumstehen, habe ich ein Gefühl, dass mich einige dieser Truhen... Könnt ihr dann sterben? Dass einige dieser Truhen mich wieder rumteleportiert werden. Moment mal, greifen die wieder alle Enten an? Egal, ich bin mittlerweile Körpermeister. Den heile ich locker in ein, zwei Sekunden hoch. Das passt. Okay. Vier Truhen. Die war nicht mal mit einer Falle versehen. Ich muss warten, Melody darf gerade jetzt auf sie. Weil sonst kann sie nicht identifizieren. Okay, was haben wir hier? Kreuzritter, ja, meins ist besser. Kälteresistenz plus 12. Das ist sogar relativ viel, Kälteresistenz plus 12. Du warst unfähig, das Schloss zu knacken, was? Okay, jeder ist unfähig, das Schloss zu knacken. Ich schätze mal, wir brauchen einen Schlüssel. Oh. Ich weiß nicht.
3D4 plus, das kenne ich. Fügt Kälteschaden hinzu. Ich muss mal gucken, ob der besser ist. Geschick plus 8 und irgendwas. Okay, braucht noch irgendjemand zufällig einen Geschickring? Vielleicht. Plus 1 auf alle Attribute, Zauberpunkte, das ist nicht schlecht. Trefferpunkte plus 8, Charisma, Zauberpunkte, Zauberpunkte, das gefällt mir ganz gut. Kälteresistenz. Also Elektroresistenz, denk ich mal, kann ich mal wegtun. Das würde ich gern gegen Geschick ersetzen. Weißt du, das ist jetzt nicht... Mir haben die Leute schon mehrfach gesagt, diese Skills sind jetzt nicht so nützlich. Also wenn ich jetzt anstatt 78 Stärke 378 hatte, würde jetzt auch nicht so viel mehr Schaden machen. Aber ich finde, es ist einfach cool, wenn sie höhere Werte haben. Das fühlt sich einfach gut an. Du warst unfähig, das Schloss zu knacken. Ich schätze mal, da wird es wohl irgendwo einen Schlüssel geben. Ihr habt es gerade gehört. Hier sind irgendwo Gegner in der Nähe. Ja, da drin sehe ich sie schon. Moment, wer ist denn das? Todesritter. Okay, okay, das sind nicht nur Straßenbanditen. Hier gibt es auch stärkere Gegner. Ich glaube, wir sollten zuerst mal versuchen, den zu töten. Der macht nämlich bestimmt am meisten Schaden. Jawohl, Hauptsache Miles trifft. Miles macht richtig viel Schaden. Ja, Anton ist es gewohnt, dass er verprügelt wird. Okay, und die restlichen sind mir eigentlich schon egal. Der Todesritter ist weg, das ist... war hoffentlich das Schlimmste, was es hier drin gibt. Wollt ihr wirklich, dass Solazar jetzt hier mal... Moment mal, ihr wollt's nicht anders. Hier. Boom! Es hat jetzt so, keine Ahnung, 20 Schaden an jedem gemacht, das lohnt sich schon. Okay. Dann hau ich euch mal alle um. Die werden mich wahrscheinlich jetzt eh nicht so häufig treffen. Ich habe mittlerweile so viel Rüstungsklasse, dass diese schlechteren mich wahrscheinlich nur relativ selten treffen. Okay, wieder 4 Truhen. Ratet mal, ob ich die aufkriege. Gucken wir mal. Unfähig, das Schloss zu knacken. Schicksalsritter. Aha. Ja, einfach umlegen, das geht schon. Oh, jetzt greifen sie sogar mal Melody an. Aber Melody darf jetzt ruhig mal... Zack, zack. Ja, meine Melody ist sozusagen wichtigstes Mitglied. Stirbt ihr jetzt? Ich weiß, ich könnte viel mehr Magie verwenden, aber... Wie man sieht, geht's auch so. 1300 Gold. Ach Gott, oh Gott. So. Was haben wir denn hier? Edle Kettenrüstung, naja. 3 bis 18 Feuerschaden. 10 Stärke und Charisma. Beschleunigt die Erholung. Plus 5 Geschwindigkeit. Okay, ich glaube, jetzt habe ich gerade ganz schöne Sachen bekommen. Mal schauen. Er hat 5d2 plus 8. Oh, das ist um einiges besser. Was hat er denn? Er hat auch 5d2 plus 8. Mit Intellekt plus 5 Intellekt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, und sie haben halt auch noch Geschwindigkeit und Geschick. Das mag jetzt nicht viel bringen, aber es bringt zumindest irgendwas. Und so häufig greifen wir jetzt auch nicht mit den Bögen an. Ich weiß, der ist gut. 3 bis 18, das ist relativ gut. Der macht mehr Schaden als der hier, schätze ich mal. Aber das plus 5 Geschwindigkeit und Geschick finde ich ganz cool. 3d4 plus 10. Wenn ich den verzaubere... Ich verzauber ihn einmal. Wenn nichts Gescheites rauskommt, dann lasse ich es bleiben. Schauen wir mal. 1 bis 6 Feuerschaden. 12 Giftschaden und 8. Nee, dann sind die besser. Ich dachte schon, mich greift jemand an. Unfähig, das Schloss zu knacken. Unfähig, das Schloss zu knacken. Unfähig, das Schloss... Kriege ich hier tatsächlich nur eine Truhe auf? Okay, hier muss ich nochmal... Hallo! Hier muss ich nochmal zurück. Ja, Segen und Heldentum läuft beides noch. Tag der Götter auch, also alles kein Problem. Solange die keine Zustandsveränderungen machen, habe ich jetzt nicht so viel Angst vor denen. Muss ich sagen. Zustandsveränderungen sind immer so eine Sache, aber... Ja, das sieht gut aus. Mein Gott, droppen die viel Gold. Ach, habe ich nicht noch irgendeine Panzerrüstung bekommen? Ach ja.
Ah, stimmt, was war denn mit den Schuhen? Plus 5 Geschwindigkeit und Geschick. Geschick plus 17. Reaktion plus 9. Ach komm, ich gebe ihm die Schuhe hier. Oder? Plus 5 Geschwindigkeit und Geschick. Ach komm, ich gebe ihm die hier. Ich meine, es ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, damit ich, oder dass ich wirklich zu 100% das nehme, was am allerwichtigsten für die Leute ist. Sondern mir ist wichtig einfach, dass es sich gut anfühlt. Ich gebe ihnen Equip und meine Leute freuen sich über das Interessant. Equip. So, was ist das hier? Plus 20 Rüstung. Ne, die hat hier plus 54, vergiss es. So, hier mal ein bisschen den Platz ordentlich ausnutzen. So zum Beispiel, so will ich wieder nach 2 Minuten hier wieder rauslaufen müssen. Moment mal, das könnten wir so machen. So, so. Wenn ich jetzt noch einen Ring finde, könnte ich den dahin tun. Ja, plus 10 auf alle Resistenzen ist jetzt bestimmt ganz cool oder so. Plus 10 Stärke und Charisma ist bestimmt auch ganz cool. Okay, hatte ich noch irgendwas? Reaktion plus 9, die Ich weiß Erholung. nicht. Was ist mit dem Ring Melody? Reaktion plus 3. Okay, jetzt ist der Platz einigermaßen gut genutzt. Okay, gehen wir weiter. Ich kann hier sowieso nichts knacken. Also, was haben wir denn hier? Oho! Verdammnisritter! Ja, ich muss mit der Kraftheilung mal aufpassen, sonst hat Melody gleich kein Mana mehr. Ja, die haben eine relativ hohe Rüstungsklasse. Ich treffe die fast gar nicht. Was hat er jetzt schon wieder? Ängstlich. Und er ist der Einzige, der Angst entfernen kann. Also, er hat schon immer Probleme. Er ist irgendwie derjenige, der am meisten aufs Maul kriegt, habe ich das Gefühl. Oh Gott, alle prügeln sie daneben. Wisst ihr was? Ich habe jetzt eine Idee. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Idee ist, aber ich probiere es trotzdem mal. Zuallererst muss ich mal gucken, dass wir hier überleben. Weil ich bin mir nach wie vor noch nicht so hundertprozentig sicher, was dieser Tempel von Baa macht. Oh, das werden langsam ganz schön viele. Brauch Heldentum. Aber ich werde mir den Tempel von Baa gleich zu meinem Vorteil nutzen, glaube ich. Zack, zack. Du musst eine Kraftheilung machen. Ich will diesen Verdammnisritter zuerst mal weg. Oder soll. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Ich muss mal gucken, ob ich die aufteilen kann. Das sind mir zu viele. Ja, also wirklich aufgeteilt habe ich die jetzt nicht. Der Verdammnisritter ist auch dabei. Den will ich bitte zuerst haben. Wenn es geht. Ja, das hat überhaupt nichts gebracht. Die ganzen Leute sind wieder alle da. Kommt, haut doch diesen blöden Verdammnisritter. Okay, der hat jetzt wahrscheinlich wieder ängstlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist ängstlich. Okay. Ich hab mich getäuscht. Am Anfang dachte ich, das sind nur ein paar Banditen, aber mein Gott, habe ich mich getäuscht. Okay, die Feuerwelle ist, glaube ich, jetzt nicht so geil. Furcht. Wir überleben das, oder? Dieser Verdammnisritter muss endlich weg. Das gibt's doch nicht. So. Es war die letzte Kraftheilung, Leute. Der muss jetzt fallen. Der muss jetzt endlich fallen. Na, endlich. 2500 Gold für einen einzigen Gegner. Gut, der Bankier hat mir natürlich noch ein bisschen mehr gegeben. Ja, die haben was gegen Enten. Was ist das denn? Was hat er denn? Ach, die machen auch immer die Waffe kaputt. Repariert. So. Ich habe kein Mana mehr zum Heilen. Tut mir leid, Leute. Wenn Enten jetzt umkippt, dann wundert es mich nicht unbedingt. Der kippt sowieso andauernd um. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Schicksalsritter. Komm, komm, komm. Boah, und alle schlagen vorbei. Okay, du kannst doch einmal Furcht verjagen. Okay, das war die letzte Heilung. Danach, das war's jetzt. Ja, jetzt ist schon wieder irgendwas kaputt. Also irgendwas haben die gegen Enten.
Aber schon seit mehreren. Schon seit mehreren Tagen. Was überlebt er denn? Was haben sie denn jetzt wieder kaputt gemacht? Oder vielleicht ist diese Waffe einfach so anfällig gegen kaputt. Ich weiß es nicht. Ja, das ist mir jetzt egal. Anthony kann ich nicht ewig am Leben halten. Es tut mir leid. Es scheint einfach, du scheinst einfach geboren zu sein, um zu sterben. So, ich habe jetzt eine Idee. Und zwar, meine Idee ist die folgende. Erstmal Mr. Enten wiederbeleben. Allerdings habe ich dafür momentan kein Mana. Okay. Wie wäre es, wenn ich mal ein bisschen Nutzen aus meinem Leuchtfeuer ziehe? Ich könnte mein Leuchtfeuerpunkt setzen. Schmugglerbuch, Sumpf der Verdammten. Die Silberhelmfestung könnte ich eigentlich überschreiben. A, weil ich da drin schon fertig bin und B, weil das auch im Sum hier in Silver Cove ist. Jetzt könnte ich, wenn ich genug Mana habe, wovon ich ehrlich gesagt momentan nicht so ausgehe, ein Stadtportal machen nach Freehaven. Dann könnte ich in Freehaven. Ich habe nicht genug Mana, glaube ich. Dann könnte ich in Freehaven zum Tempel von Ba gehen. Weil ich bin mir nach wie vor nicht so sicher, ob das irgendwelche bösen Jungs sind. Mir haben die Leute teilweise in den Kommentaren gesagt, okay, die Leute, die. Oder es hat jetzt eventuell keine negativen Effekte, wenn man sich beim Tempel von Ba heilt. Nur wenn man spendet. Aber ich kann mich da extrem billig hochheilen. Wie wäre es also, wenn ich mir einfach vor dem Tempel einen Leuchtfeuerpunkt setze und mich dann immer hierher zurückteleportiere, wenn ich Der irgendwas Orko brauche? von Bar heißt dich willkommen, Freund. Für 2 Gold. Und jetzt setze ich mir hier einfach auch ein Leuchtfeuer hin. Und zwar hier. Und dann gehe ich ab zurück in den Dungeon. Und jetzt könnte ich mich jedes Mal, wenn ich mich hochheilen will, könnte ich mich eigentlich zum Der Tempel Orko von teleportieren. Bar heißt dich willkommen. Ich mag die Leute. Also, ich weiß nicht warum, aber die Leute von Bar sind mir irgendwie extrem sympathisch. Und so könnte ich mich jetzt die ganze Zeit günstig hochheilen. Außer ich übersehe hier irgendwas. Wenn ich jetzt tatsächlich wenn es irgendwelche negativen Auswirkungen hat, sich beim Tempel von Bar hochzuhalten, dann ist es jetzt so. Okay, erstmal auf die ganzen Fackeln klicken. Die sehen wichtig aus. Nein. 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 Und nein. Da, was? Oh, da war doch was drin. Große Stabaxt des Eises. Halbiert denn ihr. Das würde mit Sicherheit total viel Schaden machen, aber keiner von uns benutzt eine Axt. Okay. Gucken wir uns mal. Ist eigentlich egal, zuerst den Raum hier an. Die Tür ist gleich doppelt verschlossen, naja. Doppelt genäht hält besser. Auch die ist doppelt verschlossen. Okay. Verdammnis, Ritter. Okay, dann fangen wir mal an. Ich denke mal, Solasar darf jetzt ruhig mal ein bisschen Magie wirken. Zack, 53 Punkte. Ja, das fängt schon mal gut an. Du, wir brauchen erstmal, ich brauche erstmal Heldentum. So, ja, das ist wahrscheinlich wieder Furcht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Die Musik ist so toll. Oh Gott, diese verdammnis Ritter. Nein, 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 Moment. Furcht verjagen. Ja, der muss Magie machen. 3 Punkte. Schon wieder. Komm, jetzt mal. Und alle schlagen daneben. Die durften gerade 5 oder 6 Mal angreifen, alle, und alle haben daneben geschlagen.
Oh Mann. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben sozusagen eine 99%ige Chance. Oh, und da kippt er schon wieder um. Also irgendwas haben die gegen den. Ich weiß nicht, was es ist. Aber irgendwas haben die gegen Enten. Ich weiß nicht, so wie die den immer verprügeln. Vielleicht haben die was gegen Paladine, ich weiß es nicht. Oh, er lebt ja sogar noch. So, du darfst mal deine eigene Furcht heilen. Hallo! Ja, das habe ich mir gedacht, dass das ein paar mehr sind. Okay, der geht schon noch, der geht schon noch, der geht schon noch weg. Du greifst mal nochmal an. Du kannst schießen. Und jetzt, das sind nur Banditen, die können wir locker wegprügeln. Ja, dich auch. Zack, zack. 2500 Gold. Hallo? Niemand da. Okay. Klick. Klick. Verstanden. Aha. Ja, langsam habe ich keinen Platz mehr, die irgendwo... Oh, shh. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr, die irgendwo unterzubringen. Ja. Okay, das kann ich jetzt schon gar nicht mehr unterbringen. Dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Wir könnten uns per Stadtportal zurückteleportieren nach Freehaven. Könnten da kurz verkaufen. Ey, das Leuchtfeuer ist super. Wenn ich Might and Magic 6 nochmal spiele, gehe ich wieder sofort auf... auf Wassermeister. Das ist ja geil. Okay, ich muss... Die feinsten Rüstungen im Land. Ich weiß nicht. Ja, das muss ich eigentlich gar nicht erst identifizieren. Das würde ich sowieso nicht tragen. Das Restliche ist alles Alchemie. Bis demnächst. Ja, das mal alles rüber. Hat er eh gleich keinen Platz. Jetzt hat er schon wieder keinen Platz mehr. Die feinsten Rüstungen im Land. So, jetzt hat er wieder Platz. Jetzt hat er, oh Gott, weil hier alles so schlecht einsortiert ist. Die feinsten Rüstungen im Land. Haben wir momentan überhaupt Rüstungen? Ach komm, die paar Gold da. 600. Ja, aber ich hole lieber mehr Gold raus. Suchst du eine Waffe? Suchst du eine Waffe? So. Bis bald. Bis bald. Ja, ich muss immer noch wissen, rausfinden, was ich mit diesen Knochen machen kann. Ah, das finde ich schon noch raus. So, jetzt ist alles bei ihm, das wird alles verkauft, weil sein Inventar tut mir langsam schon weh. Vor allem, da sind zum Teil noch Sachen dabei, die ich glaube ich gar nicht mehr brauche. Die feinsten Rüstungen im Land. So. Bis demnächst. Suchst du eine Waffen habe ich bestimmt auch noch. Bis bald. Bis bald. Und der Rest ist alles Alchemie. Und langsam kann ich mir wenigstens merken, wo die einzelnen Händler sind. Oh, nee. Also diese Öffnungszeit... Wobei, es ist gerade in der Früh. Okay, ich dachte, es wäre jetzt wieder genau 16.03 Uhr oder so, dass ich es wieder um ein paar Minuten versäumt hätte. Ja, ich weiß, ich hätte einiges davon noch verzaubern können. Wobei, die da unten verzauber ich wirklich erst. Ja, aber das hat mir jetzt 500 Gold oder so gebracht. Einfach nur, um das Ding zu verzaubern. Ist das letzte verzaubert... Genau, das kann ich alles verkaufen. Zauberpunkte plus 12. Alter Schwede, das ist sogar relativ gut. Moment mal, wie soll die denn momentan gar nichts an? Ich habe keine Ahnung. Zauberpunkte plus 12. Mit was regeneriert sie eigentlich momentan ihr Mana? Zauberpunkte regeneriert Trefferpunkte. Moment mal. Mit dem Ring, oder? Moment mal, die regeneriert momentan überhaupt gar kein Mana. Hä? Wieso genau habe ich ihr das ausgezogen? Moment mal, er regeneriert mit dem hier Mana. Dann gebe ich das mal an Melody. Zauberpunkte, Charisma, Zauberpunkte, Trefferpunkte. Plus 1 auf alles. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber... Ach komm, ziehen wir den mal aus.
So, jetzt, also sie regeneriert jetzt wieder Zauberpunkte. Und sie hat richtig viel Zauberpunkte. Wieso regeneriert ihr die denn nichts? Dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Okay, und du regenerierst Mana mit... Er mit dem Hut. Zauberpunkte, Rüstungsklasse, bla bla bla. Und du regenerierst jetzt dann mit dem hier. So, und das kann alles verkauft werden. Beschleunigt, genau, den Rest verkaufe ich jetzt einfach alles. Wobei, dir fehlt noch ein Ring. Siehst du etwas, das du magst? So, interessant, da hat er die ganze Zeit also gar keine Zauberpunkte regeneriert. Tja, hier ist alles. Oh Gott, irgendwas muss ich mir hier mal einfallen lassen. Aber solange ich niemanden finde, der mir diese Knochen abnimmt, gammeln sie halt in meinem Inventar rum. So, kaufen habe ich jetzt eigentlich nicht vor, mir irgendwas zu kaufen. Komm mal wieder. Und jetzt, per Leuchtfeuer zurück zu... Rehaven? Und rein. Boden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Diese Lache könnte ich mir den ganzen Tag lang anhören. Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwas Negatives im Spiel machen. Dass ich jetzt die ganze Zeit hier, keine Ahnung, irgendwas mache ich mir gerade kaputt. Irgendwie hat das eine negative Auswirkung, ich sehe es schon kommen. Aber das ist mir jetzt egal. Das ist ein relativ billiger Weg, um sich hochzuheilen. Und ich muss sagen, mit ihrem Tempel sind mir die Leute von Bar ehrlich gesagt ganz schön sympathisch. So, hier wären wir wieder. Diesmal nehme ich den Schild mit. Den braucht natürlich keiner. Glaube ich. Rüstung plus 13. Und er trägt gar kein Schild. Das hat Rüstung plus 7. Okay, soweit, so gut. Was haben wir denn hier? Oh, du hast... Was? Du hast zwei Schlüssel gleich gefunden. Schlüssel des Kriegsherrn und Abstellkammerschlüssel. Du warst unfähig, das Schloss zu knacken. Aha! Was haben wir denn hier? Entlassung, Nachrichtenschriftrolle. Das ist eventuell für irgendeine Quest. Ich sollte eigentlich den Kriegstemper hier töten. Moment mal, Osric Temper ist der Typ, der mir die Quest gegeben hat. Kirkmond, es fehlt euch an Waffenbeherrschung. Hingabe, nö. Du bist halt keine Führungskraft, lieber Kirkmond. Ihr versagt konstant. Ihr werdet aus der Ritterschaft entlassen. Ihr solltet euch eine neue Berufung suchen. Denn ihr werdet die Kriegskunst niemals beherrschen. Okay, dann heißt der Kriegsfürst, den ich hier drin töten soll, wahrscheinlich Kirkmond. Der sich jetzt entschlossen hat, hier abtrünnig zu werden, schätze ich mal. Weil Osric Temper ist derjenige, der mir die Quest gegeben hat. Moment mal, kriege ich jetzt die Tür hier auf? Die ist doppelt verschlossen. Kriege ich die hier auf? Nee. Okay, dann ist das der einzige Weg, wo ich jetzt noch lang gehen kann. Hallo? Oder hätte ich jetzt nicht reinlaufen sollen? Kommt da einer raus? Kommen die hier raus oder nicht? Okay, Moment mal. So könnte ich eventuell einen verprügeln. Ja, genau. So treffe ich einen und die anderen kommen aus irgendeinem Grund nicht raus. Ich kann nicht gegen die alle gleichzeitig kämpfen. Komm. Okay, der eine läuft davon. Das passt. Jawohl. Speichern. Ja, komm, was soll's. Her mit dem Todesritter. Der sieht kleiner aus, also gehe ich erstmal auf die kleineren. Immer auf die kleinen. Ihr geht immer alle auf Enten, also gehe ich jetzt auf euch Kleine hier. Das schreit aber eigentlich geradezu nach ein bisschen Magie. Wie wär's denn mit Implosion? 17 Punkte, was für ein Schrott. Komm, der hat noch mehr Sachen, die er mal... ihr mal testen kann. Wie wäre es mit... Eisbombe? Ja, 14 hat den daneben ein bisschen getroffen. Den finde ich jetzt auch nicht so geil.
Treffe ich den da um die Ecke? Ja, den treffe ich ein bisschen. Ja, aber manchmal kannst du nicht mit Entferne durch die Wand durchschießen. Ja, genau so. Seid ihr zu fett oder? Ah, okay, ich sag's schon. Wieso kommt ihr denn hier nicht raus? Tja, einer alleine sollte jetzt kein Problem sein. Der wird runtergehen. Okay, jetzt kommen die anderen auch raus. Zack, für 2 Punkte Schaden. Deswegen sage ich, also immer Magie zu machen, macht gar nicht so viel Unterschied. Weil manchmal macht man eine Magie auch nur 2 Schaden. Und dann trifft er einfach für 40. Mit seinem normalen Angriff. Okay, ich gehe mal hier um die Ecke. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ja, das passt. Die anderen, die momentan noch in dem Raum drin sind, sind alle schon so verwundet, die müssten eigentlich gleich alle umkippen. Ja, das passt. Hallo, boom, boom. Ah, Moment mal, der kann ja Magie. Oh, Leute. Halt, den lassen wir nicht entkommen. Puh, wenigstens droppen sie relativ viel Geld. Okay, was haben wir hier noch? Oh! Sinnloses auf der Wand rumgeklicke hat sich mal wieder... Unfähig, das Schloss zu knacken. Hat sich mal wieder positiv... hier, ihr wisst schon. Hatte wieder einen positiven Nebeneffekt. Okay, jede Menge Geld. Du sollst es auch nicht identifizieren. Das soll Melody machen. Nee, Schrott, Schrott, Schrott. Präzision. Engelhelm. Aus dem kann ich was Gutes machen. Mir haben die Leute auch gesagt, ja, wenn du solche... Spruchrollen hier verwendest, werden die immer auf Meisterstatus sozusagen ausgesprochen. Zack! Das heißt, sie kosten kein Mana und jetzt habe ich sozusagen die Meisterpräzision. Schauen wir mal. Präzision hält jetzt genauso lang wie alle anderen auch, also keine Ahnung, ob das jetzt einen Effekt hat und wenn nicht, ist mir das jetzt eigentlich auch egal. Sonst, die kann ich eh nur für 50 Gold oder so verkaufen. So. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Stärke plus 11 ist auch nicht schlecht. Reaktion, Präzision. Stärke plus 11. Er hat Stärke plus 8. Zack, zack. Also kann das verkauft werden. Engelhelm. Ja. Sie hat schon Zauberpunkte plus 11. Das ist schon relativ gut. Geschick plus 12. 10 Ausdauer und 10 Geschick. Aber hat halt gar keinen Rüstungsschutz. Ja, den werde ich relativ gut verzaubern müssen, den Engelhelm. Dass der sinnvoll wird. Jetzt schauen wir mal. Zack, zack. Plus 5 Geschwindigkeit und Geschick. Nee. Ein, zwei Leute haben mir gesagt, ja, mit Neuladen und dann nochmal verzaubern. Intellekt plus 12. Das ist vielleicht nicht so die beste Art und Weise. Weil sich's fast ein bisschen wie Ausnutzen fühlt, der Spielemechaniken. Aber wisst ihr was, damit habe ich kein so großes Problem. Weil mir geht's halt drum, diesen Helm, Reaktion plus 10. Ah, wisst ihr was, den behalte ich jetzt. Ich will's nicht allzu häufig machen, aber... Wenn ich so einen guten Helm finde, den ich für eine relativ lange Zeit tragen würde, dann finde ich das in Ordnung. Reagiert Trefferpunkte mit der Zeit. Da er eigentlich permanent aufs Maul kriegt, wie wäre es, wenn ich dir das gebe? Feuerresistenz plus 10, den würde ich ehrlich gesagt anwarten. Geschick kann weg. Dafür gebe ich dir regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Okay, gehen wir weiter. Hier sind noch relativ viele Truhen, die ich noch alle noch nicht knacken konnte. Ja, okay, das sind nur Ritter. Mal gucken, was es mit denen auf sich hat. Vielleicht, wenn ich den Kriegsherrn hier drin getötet habe, vielleicht kriege ich dann Zugriff auf diese Truhen. Hallo? Ja, keine Todesritter oder Schicksalsritter. Ihr seid hoffentlich kein Problem. Und da liegt Anton wieder im Dreck. Irgendwas haben die gegen den, ich weiß auch nicht. Irgendwas haben die gegen den. Klick, 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 klick. Was haben wir denn hier? Plus 1 auf alle Attribute, ne. Schrott. Schrott. Di, 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 di.
Sollte vielleicht erstmal die Leute hochhalten. Och, sehr süß, das sind Straßenräuber. Ja, tut mir leid, aber eure Zeit ist dann langsam auch abgelaufen. Klick, 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 klick. Krieg die Truhe schon wieder nicht auf. Also hier sind ganz schön viele Truhen, die ich nicht aufkrieg. Auch die Truhe kriege ich nicht auf. Ja, ich werde den gesamten Dungeon nochmal ablaufen müssen. Wenn ich hier fertig bin. Um diese ganzen Truhen nochmal aufzukriegen. Vorausgesetzt natürlich, ich finde irgendeinen Schlüssel, der mir hier tatsächlich auch das Aufmachen ermöglicht. Ich wusste gar nicht, dass man Schlösser knacken muss. Heißt es, dass jede Truhe ein Schloss hat und sonst wird sie immer automatisch geknackt? Ach, keine Ahnung. Komm, weg mit dir. Zack. Und überlebt's Enten? Ich sag, ihr überlebt's nicht. Doch, er hat's überlebt. Ja, ja, ja. Aha. Brauche ich nicht. Glück. Und den kann sie nicht mehr identifizieren. Ja, das Inventar wird langsam schon wieder ein bisschen voll. Aha. So, Rüstungsklasse plus 8. Elektroresistenz. Wenn nicht mal sie das identifizieren kann. Also, speichern, Leuchtfeuer und ab nach Freehaven. Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Diese Lache. So, jetzt wird Zulazar sich noch kurz heilen. Der Orden von Wahrheit. Ich mag die Jungs. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die was. Vielleicht kann ich ja dem Tempel von Bar beitreten. Und dann werde ich nicht fürs Gute kämpfen, sondern ich werde dann einfach ganz Enroth, so heißt glaube ich die Welt im Ganzen, werde ich einfach in den Untergang jagen. Suchst du eine Waffe? Ich suche keine Waffe, ich suche jemanden, dem ich meinen ganzen Schrott andrehen kann. Ja, okay, das will er nicht haben, das dachte ich. Bis bald. Bis bald. Ja, das dachte ich mir. Diese Rüstung. Die feinsten Rüstungen im Land. Zack, zack. Zack, zack. Bis demnächst. Oh, das ist Geld. Ich krieg so viel Geld hier. Das kenne ich nicht. Ja, das muss identifiziert werden. Die feinsten Rüstungen im Land. So, verkaufen wir mal hier den Rest. Einmal, zweimal. Suchst du eine Waffe? Suchst du eine Waffe? Immer noch nicht. Dass die Leute immer noch nicht verstanden haben, dass ich nur hierher gehe, um meinen Schrott loszuwerden. Vielleicht, ich habe bald 300.000 Gold. Ich liebe es, viel Geld zu haben. Fühlt sich einfach gut an. Du etwas, das du magst? So, und jetzt musst du noch was identifizieren, bitte. Danke. Danke, crumbled wieder. Elektroresistenz plus 15. Naja, das sind so Sachen, die würde ich ehrlich gesagt schon gern anziehen. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Resistenzen wirklich viel bringen. Jetzt schaue ich mal, wenn ich ihr den Charisma plus 11-Ring ausziehe. Da verändern sich ihre Zauberpunkte überhaupt nicht. Null. Und klar, bei Zauberpunkte plus 12 verändert sich zum 12. Aber Charisma plus 11 verändert ihre Zauberpunkte null. Dann werde ich den ausziehen. Und werde ihr Elektroresistenz geben. Ich glaube, ich fange jetzt an, so ein bisschen Resistenzen vielleicht zu pushen. Das könnte echt nicht schaden. So, was aus dem kostbaren Ring wird, ist mir eigentlich egal. Elektroresistenz plus 11. Vielleicht hat Ente einen ähnlichen Charisma-Ring, der ihm nichts mehr bringt. Geschick plus 8, Feuerresistenz, regeneriert, Rüstungsklasse, Charisma plus 9, schauen wir mal. Ein Zauberpunkt ist es. Also weg damit. Siehst du etwas, das du magst? Es kann nämlich überhaupt nicht schaden, diese Resistenzen ein bisschen zu pushen. Danke. Ich meine, vielleicht bringt es auch nicht so viel, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Vor allem, ich habe gesehen, diese Drachen in Drachensand greifen mich mit Feuer an, mit Blitz, mit Eis. Die greifen mich wirklich mit allem an. Luft. Die habe ich aber wahrscheinlich schon alles.
Ich schätze einfach mal, ich habe hier einfach schon das meiste. Feuer, die Magie der Zerstörung. Das kenne ich alles schon. Verbrennen kenne ich nicht. Zu den stärksten Zaubersprüchen. Lalalala. Kaufen, was soll's. Ich habe das Geld. Dann teste ich Verbrennen mal. Ja. Zuerst mal gehen wir zurück in die Festung. Und dann kann ich mal den Zauberspruch des Verbrennens irgendwo testen. Durch die Türen komme ich wahrscheinlich immer noch nicht durch. Also hier lang, dort lang. Und bevor ich da links den Weg runtergehe, schaue ich mich hier erstmal fertig um. Und ich meine in der Richtung. In der Richtung dann da oben den Raum fertig und dann gehe ich den Weg da runter und schau mal, was passiert. Mal gucken, irgendwie komme ich dann an diese verschlossenen Türen bestimmt ran. Gucken wir mal, keine Ahnung, wie lange der Dungeon noch ist. Wir finden sie in der nächsten Folge raus, würde ich sagen. Aber das mit diesem Leuchtfeuer, mit dem Stadtportal ist wirklich... Muah. Dazu sage ich nur... Muah. Vor allem, man könnte jetzt sagen, okay, dieses Leuchtfeuer im Sumpf der Verdammten ist zum Beispiel in 42 Tagen weg. Aber kurz bevor dieses Leuchtfeuer weg ist, wenn es noch 2 Tage dauert, teleportiere ich mich da einfach hin und mache einen neuen Leuchtfeuer und teleportiere mich wieder weg. Dann dauert es wieder 80 Tage. Also, Wassermeister werde ich wieder machen. Sollte ich Might & Magic 6 nochmal spielen, und zwar relativ bald. Egal, hier machen wir Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.